Im alten Ägypten spielt diese Geschichte. Eine Pyramide in der weiten Wüste. Draußen Symbole. Zwei Pharaonen beim Quickie, die über eine Brücke gehen. Seit diesem Quickie spricht man auch aus Geburtsstunde des Porno. Die Archäologen rätseln trotzdem, was die Blume zwischen den Zehen des einen Pharaonen zu bedeuten hat. Das lässt sich leicht erklären. Das war die erste geschichtliche Erwähnung der Stellung Seepferdchen. Ich dachte, es handelt sich um die Stellung Tintenfisch. So oder so. Wer diese Stellung kennt, der kann immerhin von sich sagen, das ist eine gute Visitenkarte. Und wenn man diese Stellung durchhält, schwebt man auf Wolke 7. Wie hätte es anders sein können? Das letzte Wort ist Brüste.